Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play The Crew Wild Run. Jawohl, wir sind hier am Start, immer noch in unserer, ja, im letzten Part aufgetunten, ja, Drift Corvette. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir machen aus dieser Folge eigentlich ein fast komplettes, ja, wohl wahrscheinlich nicht komplettes Build-Video, weil ich glaube, so lange werden die zwei restlichen Builds auf jeden Fall, ja, nicht mehr dauern, denn, ja, wir haben natürlich, ja, noch zwei weitere Klassen, die wir auf jeden Fall machen können. Und zwar wird es einmal der Monster Truck und einmal der Dragster. Und, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt zum Monster Tuner. Das hört sich nice an. Monster Tuner. Sehr, sehr geil. Weil ich will, bevor ich halt jetzt in die, ja, einzelnen Klassen reingehe, ja, will ich einfach, ja, dass ich meine Autos stehen, beziehungsweise nicht, wenn ich in die einzelnen Klassen reingehe, sondern wenn ich in die, ja, in die Summit-Events reingehe und dann mit irgendwelchen Leihautos da rumzufahren, ist doch auch kacke, oder? Das ist doch wirklich auch kacke. Deswegen habe ich mir gedacht, fährst du einfach, oder beziehungsweise, ja, tunst dir erstmal alle, ja, passt schon, tunst dir erstmal alle, ja, Fahrzeuge so weit auf, dass du mal zumindest für eins hast. Also, wir könnten den Challenger nehmen. Wir könnten den Fiat 500 nehmen. Der Fiat 500 wäre schon mal wirklich, ja, eine Ansage. Das wäre mal wirklich, ja, ein Blickfang wahrscheinlich. Dann könnten wir noch den R34 GTR nehmen. Jo, und dann hätten wir noch den Grand Cherokee, könnten wir noch nehmen. Den Impala. Und den Dodge Ram. Und sonst schaut das schon mal mau aus. Und ja, deswegen würde ich sagen, ja, wir holen uns einfach, wir nehmen einfach den Fiat. Wir nehmen einfach den Fiat 500. Weil das sieht für mich so grotesk aus. Grotesk. Okay, aber das muss ich jetzt, das habe ich jetzt nicht frei. Das muss ich jetzt kaufen, oder? Oder wie habe ich das gesehen? Jawohl, das muss ich wirklich kaufen. Für 450.000 Bucks. Ah, wir haben es ja. Kein Problem. Kein Problem, wir haben es ja. Und ja, deswegen schauen wir mal. Wie geil. Wie geil ist das denn? So, jetzt schauen wir mal, was wir alles an der Kiste tunen können. Bin ich ja mal gespannt. Also, visuell gehen wir mal rein. Farbe Aufkleber machen wir erstmal wieder nachher. So, wir können auf jeden Fall einen Frontstoßfänger. Okay, schade, aber da geht jetzt nichts weiter nach unten, sage ich jetzt mal. Ich hätte gedacht, man könnte dann vielleicht noch so Lichter oder so draufpacken oder so. So wie es sich vielleicht für einen Monster Truck gehört. Aber leider geht da gar nichts. Also da bin ich jetzt schon echt ein bisschen enttäuscht. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Obwohl, das schaut noch gar nicht mal so schlecht aus. Das schaut wenigstens etwas nach Offroad aus. So, dann schauen wir mal einen hinteren Stoßfänger. Okay, da ändern sich dann... nur die Lampen. Okay, okay. Ja, ich würde schon gerne Doppelauspuff. Wenn sie das hier schon anbieten, dann Doppelauspuff. Aber ich will es gerne mit den Standardscheinwerfern. So, Seitenschweller. Ne, hätten wir nur die normalen. Die will ich nicht. Die Außenspiegel können gerne Carbon bleiben. Dann haben wir noch einen Flügel. Wenn schon auf dicke Hose, denn schon. Holy shit, Mann. Okay, Motorhaube. Ja, da gibt es wahrscheinlich, die sind wieder nur Carbon. Dann nehmen wir doch. Die schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, meiner Meinung nach. Ja, dann wären wir visuell eigentlich bis auf die Farbe durch. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was wir da am besten für eine Farbe nehmen. Vielleicht mal so ein Grau. So ein Grau vielleicht mal. Und dann noch ein Aufkleber drauf. Ubisoft, lol, okay. Da gibt es jetzt da auch. Splinter Cell Lackierung. Ist natürlich. Ist natürlich auch nice, aber jetzt nicht unbedingt. Assassin's Creed nice. Ist aber jetzt nicht unbedingt mein Fall. Das wollte ich damit sagen. Aber die Lackierung schaut schon geil aus. Muss ich jetzt mal schon ehrlich sagen. Aber 110.000 dafür. Ja, doch, die nehme ich. Egal. Ich habe eh so viel Geld. Ich weiß eh nicht, wohin damit, also passt das. So, Performance können wir leider wieder nichts machen. Das ist so schade. Warte. Wir Felgen auch nicht. Nein, wir können keine Felgen machen. Was? Och, Mann. Also, da bin ich jetzt schon wieder echt ein bisschen...
da schränken sie einen schon echt wieder richtig gut ein. Das finde ich wirklich ein bisschen schade, dass man da teilweise Sachen nicht machen kann. Das finde ich wirklich schade. Wirklich schade. Madig, aber geil. Auf jeden Fall geil. Kann man mal so machen, oder? Im Fiat 500. Wie geil ist das denn? Aber es schaut irgendwie nicht so... Ja, ich will nicht sagen... komisch aus, aber es schaut nicht so schlüssig aus irgendwie. Also, das schaut irgendwie... Alter. Noch, der fällt sich komisch gerade. Na, was heißt es? Ja, es schaut so draufgesetzt aus. Es schaut irgendwie nicht so bündig aus, sag ich mal. Wahrscheinlich, wenn jemand das Auto sieht, sagt er sowieso, ja, da stimmt was nicht. So. Aber dann hätten wir den Monster Truck Wild hätten wir dann damit. Und jetzt kommt noch einer wirklich meiner, ja, neuen Lieblingsklassen. Das wird nämlich der Dragster sein. Und der Dragster ist richtig nice. Wenn ich dann halt mal ohne hier hin zu zoomen hinkommen würde. So, das heißt, da müssen wir jetzt auch nochmal eine gute halbe Mille im Store lassen. Alter, das geht richtig ins Geld. Ich bin echt froh, dass ich so viel Geld auf der hohen Kante hatte. Weil eigentlich, ich bin wirklich einer, der gerne spart. Das hat man auch wieder an dem Kontostand gesehen. Und ja, das hat sich gerade ausgezahlt. So, alles klar, Dragster. Dragster wollte ich mir eigentlich auch ein neues Auto kaufen, wenn es mich nicht täuscht, gell? Wollte ich eigentlich schon. Und zwar, die müsste ich mir alle kaufen. Nee, aber, ja gut, mit dem Geld komme ich locker hin, weil ein Motorrad wollte ich mir jetzt eh erstmal nicht kaufen. Nehme ich den hier für 300... Oh, alter Schwede, da wird das Geld echt knapp, Mann. Das ist schon der richtige Ruf, gell? Ja, genau, das ist der RT35. Okay, da muss ich mir den erst in New York kaufen. Interessant. Muss mal gucken, aber da reicht mein Geld fast nicht, gell? Holy shit. Da reicht echt mein Geld fast nicht. Ja, genau, kann ich den mir irgendwie mal... R2 ist doch Demo-Modus, genau. Ja, der ist neu, oder? Oder gab es den überhaupt... Nein, der ist doch neu eigentlich, oder? Ja, ohne Probefahrt bitte kaufen. Ich stehe ja eh auf Porsche. Okay, da hätte ich noch 116.000. Nee, nicht Modus wechseln, Optionen. Ja, sehr gut. Ja, dann hätte ich nämlich noch 116.000 nach dem Kit, wenn es mir nicht täuscht. So, und wo ist der jetzt? Ach, der ist jetzt hier irgendwo weit da vorne gerutscht, oder wie soll ich das verstehen? Das ist der Ford GT. Dragster, wo haben wir ihn denn? Nein, ich sehe ihn hier nicht. What? Ich dachte, der zeigt mir dann immer erst die gekauften und dann die nicht gekauften an, aber hier haben wir ihn. Ja, das kostet mich dann schnell nochmal eine halbe Mille. Das Geld, ich schmeiß hier gerade... Ja, durch die Gegend. Jetzt bin ich echt gespannt. Kann man den Fallschirm anpassen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Kann man diesen fucking Fallschirm anpassen? Das wäre so nice. Das wäre mega epic nice. Boah, das ist einfach, keine Ahnung, dieser Porsche, das ist... Boah, das ist Carporn. Keine Ahnung, da hat Porsche irgendwas gemacht. Das ist heftig. Keine Ahnung, ich liebe diesen neuen 215er Carrera. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ja, und ich glaube, da können wir auch Felgen machen. So, dann einmal den Dragster, bitte. Jo, dann schauen wir doch mal. Tunen wir doch mal wieder ein bisschen, oder? Visuell. Fangen wir erstmal wieder vorderer Stoßfänger an. Liebe Leute, der muss richtig böse sein. Richtig böse. Kriegen wir da was richtig Böses? Kriegen wir nicht so wirklich. Nur so kleine Lippen hier. Aber dunkle Scheinwerfer gefallen mir bei dem. Oh doch, das ist böse. Oh doch, das ist wirklich böse. Ja, ich weiß nicht so wirklich. Also ich würde das schon gerne in Carbonoptik nehmen. Ja, genau, so. So, das machen wir. Und da kommt eh das ganze Zeug noch hinten dran. So, Seitenschweller. Nee, ohne irgendwas ist Kacker. Die Außenspiegel passen. Hinteren Flügel. Kriegen wir da vielleicht noch eine etwas
ohne, oder was? Holy shit. Ich wollte sagen, eine etwas dickere Frittentheke hinten drauf. So schaut das doch geil aus. So, alles klar. Dann hätten wir noch eine Motorhaube. Die kann auf jeden Fall gerne Carbon bleiben. Obwohl die in Rot so fast schon geil aussieht. Ich nehme sie so in Rot. Und ich würde da gerne die Hauptfarbe beibehalten. Aber es gibt wieder keine Felgen. Es gibt wieder keine Felgen. Wieso kann ich da nirgendwo die Felgen machen? Das ist doch schon wieder Kacke. So, wir schauen erstmal nach dem Aufkleber. Da haben wir letzt oder gerade eben gesehen, dass es da einige neue gibt. Gucken wir mal, Schädel und Teufel. Oh. Das könnte auch was dabei sein, was mir gefällt. Heft. Okay, was gibt's noch? Spaß und Surfen, interessant. Das wäre jetzt eher für das Auto nichts. Tribal and Gothic. Okay. Und dann kommt Urban. Nee, ist glaube ich für das Auto jetzt auch nicht gerade das Richtige. Dann gibt es noch Urban 2. Dann gibt es noch Vintage. Das ist natürlich auch nice. Könnte man so auf so ein schönes altes Auto packen. Aber ich glaube, saisonal, das kennen wir auch schon. Und dann kommt Ubisoft. Aber ich glaube, ich habe schon meine Lackierung gefunden. Wo war die denn jetzt? Schädel und Teufel, genau. Boah, oder hier mit diesen Assen. Aber das ist so dezent leider. Ich will da richtig mit der Kiste will ich auf Fresse. Will ich richtig BAM! In your face, biatch! Boah, nee. Ja, genau. Nee. Dann ist das wirklich schon das Geilste eigentlich. Nee, hatte ich das oder hatte ich. Nee, das hatte ich. Das ist in your face auf jeden Fall. Ja, das nehme ich. So, wir sind mal ganz fix pleite, liebe Motorsportfreunde. Jetzt könnte ich natürlich nochmal gucken. Farbe. Oh yeah, Baby. Das Blau ist natürlich mega. Das ist dann wieder zu dunkel. Nee, das Blau finde ich mega. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Und dann passt das eigentlich. Jo, da sind wir mit der Kiste auch fertig. Performance darf ich leider... Wieso gibt es da nichts mehr zu kaufen? Das ist doch irgendwie strange. Irgendwie strange. Strange. Jo, und dann würde ich schon fast sagen, dass wir es für die Folge jetzt haben. Das soll so eine bisschen abgesonderte Folge sein. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ja, scheiß drauf, mich interessieren diese Builds nicht, dann schaltet einfach später ein, so um 4 oder 5 Uhr, so wahrscheinlich gegen 17 Uhr, wird dann der zweite Part online gehen, wo wir dann eben die ersten Qualifiers machen. Das soll jetzt nur so ein bisschen, ja, als Zwischenpart dienen, auf jeden Fall. So, hier hoffentlich kann ich mir irgendwie ein schönes Thumbnail suchen. Es ist natürlich die Frage, geht der heftig ab oder geht er nicht heftig ab? Muss ich selber schalten? Nee, da schaltet er selber. Okay, der geht natürlich nicht im Gegensatz zu den anderen. Oh shit, Alter. Alter, die kontrollierst du ja nicht. Und dann ist mein Auto schon kaputt. Ja, also liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, wir schauen dann, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall dann mal hier unten die Qualifiers anpacken. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, kommentieren ist natürlich auch sehr erwünscht. Auch ja, alle Leute, die hier neu dazukommen. Wisst ihr Bescheid, alles kostenlos, alles kostenfrei und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich, wir sehen uns dann später wieder hoffentlich in einem weiteren Part von The Crew Wild Run und ja, dann sage ich Ciao, Servus und bis dann!